die meisten Menschen nicht. Heute soll das beschlossen werden. Dann muss am Freitag um 13 Uhr der Bundesrat beginnen. Dafür ist er angesetzt. Jetzt wissen wir noch gar nicht, wie lange das da dauert im Bundesrat. Gibt es dort vielleicht Sonderaktionen, dringliche Anfragen? Man weiß nicht. Das kann bis in die Nacht dauern. Naja, dann ist das irgendwann einmal in der Nacht beschlossen und dann wird der Herr Bundespräsident am Samstag zum Frühstück vielleicht dieses Gesetz bekommen und hat dann genau Zeit bis Mitternacht, weil am 1. um 0 Uhr beginnt es ja, am Sonntag um 0 Uhr soll das ja in Kraft treten. Und jetzt sagen Sie uns, Herr Kollege Ammann und die ÖVP, das ist normal. Das ist ein normaler Gesetzwerdungsprozess, das ist ein Skandal, sonst überhaupt nichts, was ihr da über die Bühne zieht. Und ich bin schon sehr gespannt, ob der Herr Bundespräsident sich selber ernst nimmt und diesen Unfug mitspielt, diese Wochenendaktion, mit wo man so nebenbei ein Gesetz mit Milliarden an Belastungen beschließt und ein Gesetz, das nicht ganz dicht ist, denn dieses Sparpaket ist nicht ganz dicht. Es rinnt an allen Ecken und Enden aus, Finanztransaktionssteuer, Schweizabkommen bis hin zu den Placebos bei der Gesundheitsreform, bei den Einsparungen der Länder. Es rinnt hin und vorn aus und da flüchtet diese Regierung jetzt, vor allem die Finanzministerin, der Bundeskanzler, aber auch so mancher Abgeordnete, in die Science Fiction, in die Suggestion, in die Autosuggestion. Und jetzt übersetze ich das, wenn man das angeschaut in einem Gesundheitsratgeber, was ist eigentlich die Autosuggestion? Ich zitiere. Das ist ganz wichtig, weil das ist genau das Bild, das Sie jetzt von der Regierung liefern. Die Autosuggestion ist, das Unterbewusstsein wird so lange mit Selbsthypnose trainiert, um unbedingt an etwas zu glauben, selbst wenn es nicht real ist. Und es geht weiter. Bei der Autosuggestion wird derselbe formelhafte Gedanke, Transaktionssteuer, Schweizabkommen, füge ich hinzu, mit mentalen Übungen so lange wiederholt, bis er zum festen Bestandteil des unbewussten Denkprozesses geworden ist. So lange machen Sie Selbsthypnose, reden sich etwas ein, bis Sie selber glauben, obwohl es fern der Realität ist. Das ist Ihre Politik der Autosuggestion. Der Herr Ammann hat auch schon dieses Bild angenommen heute, wenn er sich herausstellt und sich autosuggeriert und hier aus dem vollen Brust und der Überzeugung hinausschallt, die Menschen stehen hinter diesem Sparpaket, hat er gesagt. Die Menschen tragen das mit, ist das Zitat. Herr Kollege Ammann, alle Umfragen der letzten Wochen, egal von welchem Institut, egal von welchem Medium, haben zwischen 2/3 und noch mehr, die gegen dieses Sparpaket sind, weil es ungerecht ist, sozial ungerecht und nicht haltbar ist und unfair ist. Das sind die Meinungen der Menschen in allen Umfragen. Die tragen das überhaupt nicht mit. Dieses nicht dichte Sparpaket, und es ist erstmals auch ein anderer Tabubruch in der österreichischen Innenpolitik passiert. Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Bundesregierung und Regierungsparteien, das sollten Sie sich einmal wirklich überlegen und das ist sehr, sehr ernst. Erstmals wird in Österreich die Finanzpolitik fremdbestimmt. Das ist die Wahrheit. Die Finanzpolitik in diesem Land wird fremdbestimmt, weil Sie selber nicht mehr in der Hand haben. Weil Sie selber Positionen in dieses Sparpaket hineingeschrieben haben, die Sie selber überhaupt alleine nicht durchsetzen können, wo Sie angewiesen sind auf die Einwirkung anderer Länder auf Europa, Finanztransaktionssteuer, Schweiz etc. Das ist keine ordentliche Wirtschaft. Und da ist das eigentliche Zitat heute von Novak in der Presse, das noch nicht zitiert worden ist. SPÖ und ÖVP danken heute Mittwoch ab. Beide Fraktionen, alle Abgeordnete, beide Fraktionen danken ab. Sie beschließen Maßnahmen, deren konkrete Umsetzungen andere bestimmen. Und um das geht's. Und jetzt sind wir wieder bei Autosuggestion. Ich rede mir so lange ein, durch Selbsthypnose, was kommt, nur es kommt nicht. Das ist auch bei verschiedenen anderen psychologischen Denkprozessen so. Beim Hornberger Schießen zum Beispiel, da redet man sich auch dauernd ein, es kommt was und es kommt nicht. In Wirklichkeit ist das, was Sie hier liefern, ein dramatisches Schauspiel des Scheiterns, das sich durch alle Bereiche zieht. Science Fiction, Autosuggestion, ja sogar Märchen. Frau Finanzministerin, schreiben Sie künftig Märchenbücher. Da dürfen Sie sich was wünschen. Da dürfen Sie hineinschreiben, was Sie wollen. Es muss nicht der Realität entsprechen. Aber schreiben Sie keine Sparpakete und keine Budgets mehr. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die